Hallo, ich bin Tahir Gülec, 25 Jahre alt, Taekwondo-Weltmeister, war 2016 bei den Olympischen Spielen. Mein Ziel ist es, dieses Jahr in Manchester den WM-Titel wieder zu holen und 2020 für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren. Hallo zusammen, ich bin der Alexander Bachmann, amtierender Weltmeister in der Gewichtsklasse bis 87 Kilo und komme aus Stuttgart. Tahir und Alexander, zwei Taekwondo-Weltmeister, zwei Experten in ihrer Sportart. Aktuell trainieren die beiden im neuen Bundesstützpunkt in Nürnberg. Habe ich ein neues Zuhause. Wir sind alle sehr motiviert. Das erste Mal, wo ich hier war, ich habe es kaum geglaubt. Es ist wunderschön. Ich komme sehr gerne hierher, morgens, mittags, abends. Das motiviert mich einfach. Es ist einfach sehr toll, dass wir sowas zustande gekriegt haben. Es ist ein neuer Meilenstein im deutschen Taekwondo. Und ich denke, der neue Bundesstützpunkt wird auch wieder zum einen oder anderen Titel verhelfen. Und ich denke, der ist gerade für die Nürnberger extrem wichtig, gerade fürs Frühtraining und für die BBS-Schule. Also ich hoffe, da kommen noch ein, zwei Titel dazu. Unter professionellen Bedingungen bereiten sich die Athleten auf wichtige Wettkämpfe und Turniere vor. Nürnberg, der neue Maßstab im Taekwondo-Sport. Nürnberg ist sowieso die Taekwondo-Hochburg in Deutschland. Wir haben über 30% der Nationalkaderathleten aus Deutschland. Wir haben hier die Videoanlagen für die Videoanalysen, die wir machen können. Wir haben über 800 Quadratmeter allein an Trainingsfläche, wo 8 Kampfflächen reinpassen, theoretisch. Das heißt, da können 16 Partner gleichzeitig kämpfen und die Videoanalysen können wir auch da parallel zu starten. Und wir haben einen Fitnessraum, Schulungsräume haben wir hier, verschiedene Trainerräume, einen Physiotherapeutenraum extra für uns. Auch der Bundestrainer erhofft sich durch die Trainingsstätte neue Impulse. Taekwondo muss sich weiterentwickeln auf nationaler und auch auf internationaler Ebene. Man braucht ja auch so Idole, wo man sieht, was möglich ist. Natürlich war es so, dass wir vorher auch 17 Jahre wieder gar keinen Weltmeister hatten und dann immer einen langen Abschnitt wieder einen. Und jetzt haben wir in relativ kurzer Periode zweimal einen Titel gebracht, was natürlich die gute Arbeit der Vereine, der Landesverbände und von der DTU widerspiegelt. Aber es sind halt die Ausnahmen, wovon wir dann leben. Ich hätte ganz gern, dass die Struktur sich im Gesamten anhebt, dass sich alle so ein bisschen nach oben bewegen und dass jeder auch so ein bisschen mehr Chancen hat, um auf WM-Medaille mitzukämpfen oder sogar in Richtung Olympia zu gehen. Fernziel Olympia 2020 in Tokio. Dafür quält sich Tahir jeden Tag. Jetzt gilt es, Grundlagen zu legen und wichtige Meilensteine zu meistern. Erstmal haben wir jetzt ein Trainingslager und dann kommen die ersten Turniere in Türkei und dann Las Vegas. Und da müssen wir auf jeden Fall Gas geben und die wichtigen Punkte für die Weltrangliste sammeln, damit wir oben mit dabei sind und dann bei den Weltmeisterschaften in Manchester die Goldmedaille holen. Das Ziel ist schon die Weltmeisterschaft auf jeden Fall, da eine Medaille zu holen. Aber die Olympischen Spiele stehen jetzt auch schon vor der Tür. Und da will ich mich eigentlich dieses Jahr direkt über die Weltrangliste qualifizieren. Harte Arbeit, gezielt an Technik, Form und Körper trainieren. Hauptaugenmerk? An meiner Ausdauer, sonst fühle ich mich gut. Auge ist da, Blocken ist da und wenn die Ausdauer passt, dann hole ich wieder den Titel. Die Abstimmung Körper und Geist, wie man so schön sagt, ist immens wichtig und wir haben natürlich auch einen hohen Koordinationsindex und da entscheiden wirklich Kleinigkeiten und auch viele Faktoren, wo man damit leben muss, wenn da mal was nicht ganz so läuft. Weil wir haben ja einen Gegner, der gegen uns arbeitet und da sind eben nicht alle Faktoren abzuschätzen. Taekwondo, Körper und Geist im Einklang.